herzlich willkommen zu Finance TV. Das Röhrenglas und das Laborglasgeschäft sind verkauft. Im Gegenzug hat sich Gerresheimer im vergangenen Jahr mit Centor in den USA groß verstärkt. Wie die neue Portfoliostruktur aussieht und welche Vorteile sie bringen soll, darüber spreche ich mit dem Finanzvorstand Rainer Beaujean. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Herr Beaujean, Sie haben im vergangenen Jahr für 725 Millionen US-Dollar in den USA die Centor übernommen, haben damals auch gesagt, dass dadurch der Umsatz in diesem Jahr voraussichtlich um bis zu 9% steigen wird. Welche Auswirkungen hat denn dieser Zukauf auf das US-Geschäft der Gerresheimer? Ja, insgesamt ist unser US-Anteil dadurch deutlich gestiegen. Wir erwarten in diesem Jahr ca. 33% des Umsatzes in den USA. Damit ist die USA letztlich der zweitwichtigste Markt für uns nach Europa. Wo standen Sie vorher, vor dem Zukauf? Wir waren ca. Ja, bei ungefähr 20%. Also schon nochmal ein deutlicher Schub. Die Centor war ja, was man hörte, auch wohl ein recht umkämpftes Target. Es hieß, dass bis zuletzt auch Private Equity Investoren, Strategen Interesse hatten an dem Unternehmen. Haben Sie sich in dem Prozess eine feste Preisobergrenze gesetzt? Wie sind Sie da reingegangen? Ja, wir hatten eine klare Vorstellung. Wir wussten, was wir bezahlen wollen und haben uns auch daran gehalten. Und das war auch immer möglich? Ja, also am Ende muss man eine Entscheidung treffen und dann muss man eben halt dazu stehen. Sie haben diese 725 Millionen Dollar gezahlt, cash debt free, hatten das zunächst ja auch vollständig über eine externe Brückenfinanzierung finanziert, die dann im Wesentlichen im vergangenen Winter durch ein Schuldscheindarlehen abgelöst wurde. Wie sind Sie jetzt bei den Finanzmitteln aufgestellt? Wie ist so die mittelfristige Finanzierungsstrategie? Gut, wir haben insgesamt 300 Millionen Euro in einem Bond mit 5% Coupon. Dann haben wir 450 Millionen im Revolver, also in der Revolving Credit Facility und 425 Millionen in Schuldscheinen. Im Grunde sind es 5 Schuldscheine, die unterschiedliche Laufzeiten haben. Sie haben ja damals das Volumen auch erhöht. War das das Marktumfeld, was Ihnen zugute kam? Ja, insgesamt haben wir natürlich zwei Effekte gehabt. Wir hatten einerseits eben die 725 Millionen US-Dollar für den Kauf von Centor. Auf der anderen Seite haben wir unser Tubing-Geschäft verkauft. Das konnten wir dann gleich einsetzen. Demzufolge sind wir aus unserer Sicht mit den, ja, ich sag jetzt mal, damals avisierten rund 3-mal Net Debt zu EBITDA sehr gut aufgestellt gewesen. Wenn Sie von Nettoverschuldung sprechen, die ist natürlich durch den Zukauf gestiegen. Die lag früher vor 2 Jahren so beim Faktor 1,7, dann waren Sie bei knapp 2,9. Ende des vergangenen Geschäftsjahres, das endet bei Gerresheimer immer etwas außergewöhnlich, Ende November. Sie hatten eigentlich mal die Zielvorgabe ausgegeben, so bis Ende 2017, Anfang 2018 wieder so auf eine 2,5 zu kommen. Wie liegen Sie denn da im Plan? Ja, unser Ziel ist die 2,5. Die 2,5 war aber auch immer unser Ziel, auch bei 1,7, weil wir der Auffassung sind, dass die 2,5 für unser Unternehmen, unsere Größe, unsere Risikostruktur die richtige Kenngröße ist. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Das wird man dann ja auch zum Jahresende hoffentlich sehen, sodass wir erstens die Ziele, die wir uns vorgenommen hatten bezüglich der Centor-Akquisition erreichen und zweitens bei der Verschuldung auch vorankommen. Was war denn rückblickend die größte Herausforderung bei der Transaktion? Eigentlich wenig. Also am Ende, dass wir den Kaufpreis gezahlt haben. Wir hatten das Glück mit der Finanzierung. Wir haben gute Schuldscheinkonditionen bekommen. Wir mussten die Instrumente auswählen dafür. Aber wir sind in Summe optimal aufgestellt. Das ist ein Unternehmen, was wir gut kennen. Wir selber sind auch mal ein Unternehmen, was im Besitz von Owen Illinois war. Das ist voll integriert, relativ schnell. Also im Grunde für uns ein optimaler Deal. Sie haben ja auf der anderen Seite auch verkauft, zum einen das Röhrenglasgeschäft, jetzt auch kürzlich noch die Laborglassparte Kimberly Chase. Was ist so der Hintergrund dieser Verkäufe und was würden Sie sagen mit Blick auf das Portfolio, wie sind Sie jetzt aufgestellt? Ja, wir haben ganz klar formuliert, dass wir uns in Richtung Pharma und das ist unser Hauptmarkt, das sind Pharmamärkte, ist unser Hauptmarkt. Daneben haben wir noch im Kosmetikgeschäft, also industrielles Kosmetik sind unsere Kernmärkte. Das Laborgasgeschäft passt da nicht 100% rein. Demzufolge haben wir Laborgas verkauft. Beim Röhrenglasgeschäft war es oder wollen es verkaufen, weil letztendlich steht die Kartellrechtsgenehmigung aus. Erst danach haben wir verkauft. Bis jetzt haben wir nur verkündet und unterschrieben, dass wir verkaufen wollen. Beim Tubing-Geschäft, das ist ein Vorprodukt. Glasröhren sind ein Vorprodukt zum Converting, also zum Herstellen der Endprodukte, die wir dann an unsere Kunden verkaufen. Das Vorprodukt können Sie auch woanders zukaufen. Deswegen war für uns klar, dass das kein Kern ist. Wir haben dazu einen sehr guten Partner gefunden mit Corning, die das übernommen haben.
Plus wir haben 10-Jahres-Liefervertrag geschlossen und wir haben ein Joint Venture für hochwertige Glasentwicklung geschlossen. Also das heißt, für uns ist dieser Deal mit Tubing fast, also Röhrenglas, fast wichtiger als der Center-Deal, weil der uns natürlich nochmal unabhängiger macht und auf der anderen Seite auch unsere Investitionsabhängigkeit deutlich reduziert hat. Ist dann damit das Portfolio jetzt so, dass Sie sagen, jetzt kann man Ruhe geben? Tja, wenn ich als Finanzvorstand sagen würde, wir sind immer zufrieden, dann machen wir was falsch. Also wir werden uns weiterhin aufstellen und wir analysieren jedes Jahr unser Portfolio. Und sicher sind wir einen richtigen Schritt weitergekommen. Aber wir kaufen auch immer wieder was dazu. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das werden wir in der Zukunft machen. Akquisitionen sind bei uns aber kein Thema, um irgendwas zu verdecken, sondern Akquisitionen gehören zu unserem Geschäftsmodell dazu, weil wir relativ wenig Research- und Development-Kosten haben. Deswegen über Akquisitionen holen wir uns Innovation auch. Und deswegen kaufen wir pro Jahr immer so in der Größenordnung zwischen 50 und 70 Millionen Euro Unternehmen dazu. Nicht immer für 725 Millionen, das ist richtig. Dann sind wir gespannt, was wir von Ihnen sehen in Zukunft. Ich würde mit Ihnen zum Abschluss gerne unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. S&P bewertet Sie zurzeit mit BBB- am unteren Ende des Investment-Grade-Bereichs. Ist es für Sie wichtig, das Investment-Grade-Rating zu halten? Ja. Zweite Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig war es Ihnen, bei Centor zum Zuge zu kommen? Von 1 bis 10 und 10 ist Maximum? Mhm. Ja, sage ich 7. Und zum Abschluss, sind weitere Veränderungen im Gerresheimer-Portfolio in den kommenden 6 Monaten wahrscheinlich? Allein schon Laborglas, ja. Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und für diesen Einblick in Ihre Unternehmensentwicklung. Viel Erfolg bei den weiteren Transaktionen. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen. Bis dahin, machen Sie es gut.